wir haben telefoniert mit den anderen Städten und wir haben die Zahlen für alle 7 Städte bekommen. Fangen wir an mit Berlin. In Berlin sind heute 70.000 Menschen auf die Straße gegangen. Stoppschilder, Stopptitel! In Frankfurt sind 50.000 Menschen auf die Straße gegangen. In Köln am Rhein sind heute auch bei Sonnenschein 55.000 Menschen auf die Straße gegangen. Gegen Täter, gegen Titel. In Leipzig waren 15.000 Menschen unterwegs. Stopp, Titel, Stopp, Täter. Oh, ich möchte meine Arme weben. Und im Ländle in Stuttgart, heute Morgen noch mit Regen geplagt, wie wir hier, sind heute 40.000 Menschen auf die Straße gegangen. Das ist großartig. Und München, die hatten es am schwersten mit dem Wetter. Regen, Sturm, aber es waren 25.000 Menschen in München unterwegs. Ja, das bei Regen ist schon ordentlich. So, und die Frage, die uns hier natürlich am meisten interessiert, wie viel waren wir hier? Wir sehen unsere Nachbarn hier, wir sehen, dass es sehr, sehr, sehr viele in Hamburg geworden sind. 65.000! Das heißt, wir haben die Zahl von Berlin getoppt. Deutschlandweit waren heute 320.000 Menschen unterwegs. Wir hören jetzt einer der recht früh schon gesagt hat, das wäre nochmal richtig groß, wenn wir in 7 deutschen Städten so große Demonstrationen machen können, wie wir letztes Jahr in Berlin gesehen haben. Ich möchte mit euch herzlich willkommen heißen den Sprecher des Arbeitskreises Internationale Umweltpolitik vom BUND, Ernst-Christoph Stolper. Also den Helmut Schmidt kann ich euch nicht geben. Aber liebe CETA-Rebellen, liebe TTIP-Rebellen, liebe Natur- und Umweltschützer, liebe Gewerkschafter, liebe Kulturschaffende, wo immer ihr auch herkommt, es ist großartig, wie viele Menschen heute hier in Hamburg zusammengekommen sind. Hamburg ist gleich auf fast mit Berlin. Hamburg ist nicht nur die Freie- und Hansestadt, sondern zukünftig auch die Hauptstadt des gerechten Welthandels. Und wir brauchen euch alle, weil wir heute ein klares Zeichen setzen wollen. Es gibt kein gutes CETA. Weg damit, früher oder später. Und jetzt wollen sie uns gerade mal wieder für dumm verkaufen. Gestern noch haben sie TTIP gehätschelt. Heute soll es plötzlich tot sein. Der Grund dafür ist offensichtlich. Uns soll Sand in die Augen gestreut werden, um CETA durchzusetzen. Und ich sage, hört auf mit diesem Unsinn, hört auf mit diesen Rosttäuschereien. Jawohl! Wir wissen, TTIP ist nicht tot. TTIP ist bestenfalls untot und kommt über uns wieder als Zombie, wenn wir nicht aufpassen. Und darauf werden wir nicht hereinfallen. Denn wir wissen auch, TTIP und CETA atmen den gleichen neoliberalen Geist der Vergangenheit. Das ist der Geist, der Gesetze im Gemeinwohlinteresse als Bürokratie verleumdet. Das ist der Geist,
der Märkte ohne Grenzen bejubelt. Und das ist der Geist, der unseren sozialen und ökologischen Standards als Handelshemmnisse diffamiert. Diesen Geist wollen wir nicht mehr in diesem Land, nicht in Hamburg und nicht in der Bundesrepublik und nicht in Europa. Ein Markt ohne demokratische Kontrolle ist wie ein Zug ohne Bremsen. Man kann sich ein Weilchen freuen, wie schnell es vorangeht. Aber der Crash ist vorprogrammiert. Und diese Art von kurzsichtiger Politik gehört zusammen mit TTIP und CETA auf den Müllhaufen der Geschichte. TTIP und CETA sind wirklich exakt das Gegenteil von dem, was die Welt wirklich braucht, was wir wirklich brauchen. Wir treten ein in einem breiten Bündnis für eine ökologisch und gerechte Weltwirtschaft. Wir treten ein für Bekämpfung von Hunger und Armut. Wir kämpfen gegen die Klimakatastrophe und für den Umbau der Energiepolitik. Wir wollen Kriege und Fluchtursachen bekämpfen, nicht die Flüchtlinge. Wir stehen für die Verteidigung. Ja, das ist gut, auch hier in Hamburg. Wir stehen für die Verteidigung von Demokratie und Rechtsstaat. Und für nichts von dem, alles leistet TTIP und CETA irgendeinen Beitrag. Im Gegenteil, TTIP und CETA stellen alles erneut in Frage, wofür wir in den letzten Jahrzehnten gekämpft haben. Unser europäisches Sozialmodell und das Vorsorgeprinzip. Liebe Freundinnen und Freunde, wir haben in Deutschland in den letzten Jahrzehnten doch nicht umsonst gekämpft für ein gentechnikfreies Deutschland, um jetzt über TTIP, über CETA wieder ausgehebelt zu werden. Sigmar Gabriel. Reicht auch schon ein Name. Sigmar Gabriel und Christian Freeland haben vorgestern in Kanada CETA als das fortschrittlichste Handelsabkommen, glaubt es, fortschrittlichste Handelsabkommen aller Zeiten bezeichnet. Wo leben die eigentlich? Weg mit Gabriel! Weg mit Gabriel! Ich frage euch, was ist das? Was sind das für sozialdemokratische Politiker, die einen internationalen Schiedsgerichtshof mit Sonderrechten für internationale Konzerne für irgendeinen Fortschritt der Globalisierung halten? Oh, mein Arm. Und sie wollen damit in Zukunft auch die ganze Welt beglücken. Es soll nicht bei Kanada und Europa bleiben. Ja. Und was ist das für ein Fortschritt, wenn demnächst Monsanto und Bayer weltweit Staaten für ihre Gewinne verklagen können? Aber der Kleinbauer in Afrika und die Näherin in Bangladesch keinen Schutz für ihr Leben, ihre Gesundheit und ihr Einkommen haben. Das ist nicht unsere Politik. Das ist nicht das, was wir wollen. Und es ist beschämend, dass um die eigene Haut zu retten, CETA jetzt schön geredet wird. Wir senden heute mit den 65.000 hier in Hamburg, mit den 320.000 bundesweit, ein starkes Signal an die Delegierten des SPD-Konvents übermorgen in Wolfsburg. Fallt nicht rein auf diese Täuschungsmanöver! Ja. Ja. Ich kann nicht mehr klatschen. Und lieber Sigmar Gabriel, der ja auch heute hier in Hamburg wohl gewesen ist, wir verwechseln auch keine Abkommen. Wir, die wir hier zusammengekommen sind, wissen genau, wofür CETA steht. Wir wissen, nichts ist gut bei CETA. Deshalb sagen wir, hört endlich auf, diesen Dreck uns als Wohltat zu verkaufen. Aber
Aber es gibt auch noch einen anderen Grund, warum diese Schirmfärberei fatal ist. Wenn wir den Menschen in unserem Land nur noch die Alternative lassen zwischen einerseits Konzernmacht und entfesselten Kapitalismus und andererseits den rechten Rattenfängern, die Mauern bauen und alles Fremde bekämpfen wollen, dann wird es schlimm enden mit Deutschland und Europa. Liebe Freundinnen und Freunde, das ist auch der Grund, warum wir in den letzten beiden Jahren zu der stärksten Bewegung in Deutschland herangewachsen sind. Zu einer Bewegung für ökologische und soziale Rechte, zu einer Bewegung für Wirtschaft im Interesse der Bürgerinnen und Bürger und nicht der Konzerninteressen, zu einer Bewegung für Demokratie und Bürgerrechte. Und wenn ich euch hier heute sehe in Hamburg, dann bin ich mir sicher, wir werden TTIP erledigen, wir werden CETA besiegen, Angela Merkel, Sigmar Gabriel und Cecilia Malmström. Ihr werdet uns nicht mehr los. In diesem Sinne, viel Erfolg weiterhin. Freunde, ich muss es einfach immer wieder sagen. Wie viele sind wir hier in Hamburg? 65.000. Und die stehen alle noch auf der Mönckebergstraße und wollen hierher. Rückt doch bitte vor. Wir wissen, da hinten stehen noch ganz viele und es staut sich. Kommt ran, wir beißen nicht. Wir machen weiter. Der Verzicht auf Sondergerichte für Investoren. Die Übernahme aller Kernarbeitsnormen der Internationalen Arbeitnehmerorganisation ILO und der Schutz der öffentlichen Daseinsvorsorge vor Privatisierungen. Dies sind die Kernpunkte, die Hamburgs DGB-Vorsitzende anmahnt. Begrüßt mit mir Katja Kager. Moin! Okay, wo seid ihr? Die Niedersachsen, ich will euch sehen. Wo sind die Schleswig-Holsteiner? Die Bremer und die Mecklenburger? Und wo sind meine Hamburger? Wunderbar, Kollegen und Kollegen. Wir Gewerkschaften, wir wollen einen sozialen, einen ökologischen und einen gerechten Welthandel. Denn wir hier im Norden mit all unseren Häfen, wir wissen ja, wie wichtig der Handel für unsere Arbeitsplätze und auch unseren Wohlstand ist. Aber verdammt, er muss gerecht sein. Und das war schon die Idee eines großen Gewerkschafters, der vor 100 Jahren gestorben ist. Adolf von Elm gründete in Hamburg die Tabakarbeitergenossenschaft, die Pro- und die Volksfürsorge. Und wir Gewerkschaften haben eine lange Tradition, wenn wir heute für den fairen Handel kämpfen. Denn wir brauchen eine Handelspolitik, die Beschäftigte, Verbraucher und die Bevölkerung in den Mittelpunkt stellt. Und bisher zählte nur der Gewinn der Wirtschaft und die sozialen Auswirkungen auf die Länder blieben unbeachtet. Dieser einseitige Fokus auf Konzern- und Investoreninteressen muss endlich ein Ende haben und deswegen Schluss mit den Sonderklagerechten für die Investoren. Sind wirksame juristische Mittel, wenn soziale Grundrechte missachtet und mit Füßen getreten werden. Wir fordern starke Arbeitnehmerrechte in den Freihandelsabkommen. Denn aus unserer Sicht muss jeder Mensch auf dieser Welt die Möglichkeit haben, einer Gewerkschaft beizutreten. Jawohl. Jeder Mensch auf dieser Welt muss die Sicherheit haben, vor Ausbeutung geschützt zu werden. Ja, das habt ihr nur in den letzten Jahren viel zu wenig gemacht. Und jeder Mensch auf dieser Welt muss das Recht haben, für gerechte Löhne zu kämpfen.
Und wenn diese Rechte von Konzernen verletzt werden, dann müssen sie ja auch entsprechend Konsequenzen fürchten, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und jeder Mensch sollte freien Zugang zu Wasser, Bildung und Gesundheit haben. Und deshalb fordern wir den unbedingten Schutz von öffentlichen Dienstleistungen. Sie sind ein hohes Gut und sie müssen vor grenzenloser Liberalisierung und Privatisierung bewahrt werden, damit sich auch weiterhin jeder von uns Wasser, Bildung und Gesundheit leisten kann. Jawohl! Unser gemeinsamer öffentlicher Druck in den letzten Monaten hat bei CETA in vielen Bereichen Verbesserungen gebracht. Das ist auch eine Leistung mit unseren Kollegen drüben in Kanada, die mit uns gemeinsam daran gearbeitet haben. Aber das reicht bei weitem noch nicht aus. Denn wir brauchen schwarz auf weiß, dass der Investorenschutz nicht zulasten unserer Demokratie geht. Und wir brauchen schwarz auf weiß, dass die Daseinsvorsorge nicht privatisiert wird. Und wer Arbeitnehmer- und Umweltrechte missachtet, der muss bestraft werden können, egal wo auf dieser Welt seine Firma ihren Sitz hat. Und dabei steht für uns fest, wir wollen diese Veränderungen jetzt. Und nicht erst, wenn die Ratifizierung bereits abgeschlossen ist. Denn dann ist es zu spät, liebe Kollegen und Kollegen. Genau! Hoch die internationale Solidarität. Einen schönen Tag! Ein Hamburger, der sich schon seit langem für soziale Gerechtigkeit hier in der Stadt und in der Welt einsetzt. Den ersten Landesvorsitzenden des Sozialverbands Deutschlands hier in Hamburg, Klaus Wiecher. Ja. 65.000 in Hamburg, ein tolles Bild, schön, dass ihr da seid. Hunderttausende demonstrieren heute. Ein großes Bündnis aus Gewerkschaften, Umweltverbänden, Umweltgruppen und Sozialverbänden. Wir lassen uns nicht hinters Licht führen und deswegen sind wir heute gemeinsam hier. TTIP ist tot, sagen einige voreilig. Nach den US-Wahlen im November kann TTIP schnell wieder belebt werden. Deswegen kann und darf der Protest heute nicht enden. Wir bleiben gemeinsam auf der Straße. Jawohl. Über CETA soll jetzt entschieden werden. Kolleginnen und Kollegen, Freundinnen und Freunde, mit CETA kommt TTIP durch die Hintertür. Mehr als 40.000 US-Unternehmen haben Töchter in Kanada. Sie alle erhalten durch CETA Sonderklagerechte, mit denen sie Verbraucherschutz aushebeln, Umwelt- und Sozialstandards verhindern können. Einzig und allein, um ihren Profit zu schützen. Genau dieses CETA ist es, über das jetzt entschieden wird. Und das lehnen wir in dieser Form ab. Jawohl! Die Fakten sind, Schiedsgerichte haben nur einen neuen Namen erhalten. Inhaltlich sind sie nur minimal transparenter
und haben eine Berufungsinstanz. Aber im Grundsatz ändert sich gar nichts. Es bleibt bei Sonderklagerechten für Konzerne. Eine solche Paralleljustiz hat zwischen funktionierenden Rechtssystemen nichts verloren. Sie gefährdet Rechtsstaat und Demokratie, auch bei uns in der Bundesrepublik Deutschland. Wir haben eine funktionierende Gerichtsbarkeit und Gewaltenteilung, die alle Streitigkeiten regeln kann. Und dabei bleibt es auch. Der sogenannte CETA-Ausschuss kann den CETA-Vertrag jederzeit ändern, ohne dass irgendein Parlament dies legitimiert. Und zwar im Sinne der Konzerne, im Sinne der Profitmaximierung. Ein höherer Mindestlohn wäre eine Enteignung. Die kommunale Wasserversorgung ein Wettbewerbsnachteil und die Einführung verbesserter Renten oder eine gesetzliche Regelung gegen Altersarmut schnell ein Investitionshindernis. Der Ausschuss hätte quasi Gesetzgebungskompetenz an unseren Parlamenten vorbei. Seine Zusammensetzung ist völlig unklar und das ist mit uns nicht zu machen. Dienstleistungen der öffentlichen Daseinsvorsorge sollen dem freien Spiel der Marktkräfte ausgesetzt werden. Wasserwerke, Krankenhäuser oder Abfallentsorgung können dann leichter privatisiert und liberalisiert werden. Dies steuert auf eine andere neoliberale Gesellschaft zu, die wir nicht wollen und ablehnen. Keine Schiedsgerichte, keine nicht legitimierten Ausschüsse, keine Negativlisten und keine Aufweichung des Vorsorgeprinzips. Das alles hatte die SPD vor 2 Jahren als ihre roten Linien beschlossen. Übermorgen entscheiden sie auf einem nicht öffentlichen Parteikonvent über CETA. Die meisten von ihnen trauen sich noch nicht, offen Nein zu sagen. Dieses Nein ist jedoch entscheidend. Wenn die SPD CETA ablehnt, muss sich Sigmar Gabriel bei der Abstimmung im EU-Ministerrat enthalten. Das wäre das Aus für das Abkommen. Machen wir die Gegner von CETA in der SPD durch unseren Protest stark. Scholz, unser lieber Bürgermeister, ist gleichzeitig auch stellvertretender SPD-Bundesvorsitzender. 65.000 Demonstrantinnen und Demonstranten kann man doch nicht überhören, Olaf Scholz. Wir stehen nicht nur gegen TTIP und CETA in der jetzigen Form, sondern vor allem für einen gerechten Welthandel. Heute ist mit euch ein wichtiger Schritt gemacht. Wir machen weiter und werden Erfolg haben. Wir wehren uns! Wir sind gespannt auf die Positionen der Föderation der Demokratischen Arbeitervereine Hamburg. Begrüßt ganz herzlich mit mir die Vorsitzende Dila Barra. Hamburg! Liebe Nachbarn, vor allem aber liebe Mitstreiterinnen und Mitstreiter. Als erstes will ich sagen, es ist mir ehrlich eine Freude zu euch allen, vor allem weil ihr so zahlreich seid.
heute im Namen der DDIF, der Föderation der Demokratischen Arbeitervereine, zu sprechen. Ich wollte heute Morgen meinen Bogen zu Hause lassen, aber ich bin jetzt ganz froh bei so vielen Menschen, dass ich meine Notizen habe. Zu 10.000 zeigen wir gerade zeitgleich in 7 deutschen Großstädten, wofür wir einstehen. Wir stehen für den Erhalt unserer Natur, für mehr Lohn und Arbeitssicherheit. Wir sind für Frieden und eine gerechte Welt. Und dafür stehen und dafür streiten wir. Gerade jetzt ist es wichtig, erneut Druck zu machen und zu zeigen, wir hier in Deutschland, aber auch Millionen von Menschen in Europa und auf der anderen Seite des Atlantiks sind auf den Straßen, weil wir gegen TTIP und gegen CETA sind. Wir sind hier, weil wir uns keine Abmachungen, die sie sich hinter verschlossenen Türen ausgedacht haben, aufdrängen lassen wollen. Wir werden nicht zulassen, dass unsere Zukunft ins Ungewisse gestürzt wird. TTIP und CETA stellen eine Gefahr für Menschen, Bürger und Arbeiterrechte dar. TTIP und CETA bedeuten eine Gefahr für die Demokratie und eine Gefahr für die Umwelt und den Verbraucherschutz. Länder, die nicht mit den wirtschaftlich stärksten Ländern konkurrieren können, werden durch solche Abkommen regelrecht ausbluten. Mit den Abkommen werden nur noch mehr Armut, Elend, Naturkatastrophen und Kriege für Millionen von Menschen besiegelt. Es ist unvorstellbar. Die Habgier geht so weit, dass chemisch belastbare Nahrungsmittel zugelassen werden sollen. Wie wahnsinnig, wie gierig, wie menschenverachtend kann man sein, dass man Verträge schließt, die das Krankmachen von Menschen erlauben. Jawohl! Die Drahtzieher dieser Verhandlungen sind beispielhaft die 62 Menschen, die zusammen genauso viel besitzen wie die halbe Menschheit. Es sind die Interessen der USA und der NATO und mittendrin Deutschland. Angeblich soll ja der Mittelstand besonders profitieren. Mag sein, dass der ein oder andere mit etwas Glück ein kleines nettes Geschäftchen ergattern kann, aber den großen Batzen, den werden wir immer die großen Haie kassieren. Und wen wollen die überhaupt verschaukeln? Ziel ist es, die Märkte noch mehr zu öffnen, um ihr Diktat über den ganzen Globus durchzusetzen. Das ist moderner wirtschaftlicher Krieg und nichts anderes als geopolitisches Interesse. Ob das nun CETA heißt, TTIP oder TISA. Und aus der Geschichte wissen wir sehr genau, dass geopolitisches Interesse die Übernahme fremder Ressourcen und Territorien bedeutet. Wenn es sein muss, und das nicht selten, mit militärischem Einsatz. Deswegen überrascht es auch ganz und gar nicht, dass hochrangige Führungskräfte des Militärs bei diesen Verhandlungen mit am Tisch sitzen. Unglaublich! Am Beispiel Deutschlands braucht man nur einen Blick in das kürzlich erschienene Weißbuch der Bundeswehr zu werfen. Darin steht explizit, wie wichtig es ist, den freien Welthandel aufrechtzuerhalten und Zugang zu Märkten und Rohstoffen zu haben. Hinzu kommen die Aussagen von Joachim Gauck, man müsse mehr internationale Verantwortung übernehmen. Diese Aussagen zeigen, die geplanten Freihandelsabkommen sind bis ins Detail geplantes Kalkül. Natürlich. Der Weg von einem wirtschaftlichen Krieg zu einem militärischen ist nicht weit. Und dabei befinden wir uns bereits in einer Zeit, in der Millionen von Menschen gerade von den Folgen dieser geopolitischen Interessen vor Krieg und Armut ihre Länder verlassen müssen. Der Nahe Osten, Afrika, aber auch die Ukraine, sie sind alles klare Signale für aktuelle Konflikte, die die Interessen von Großmächten mit sich ziehen. Und wer einmal in diesen Fängen der Mächte ist und sich nicht an Abmachungen halten und wirtschaftlich tragen kann, weiß, was ihn erwartet. Er braucht nur einmal einen Blick auf die Situation der Menschen in Griechenland oder der Millionen Geflüchteten auf der Welt zu werfen. Und währenddessen werden von Deutschland Militärexporte in Milliardenhöhe an Länder wie Saudi-Arabien und Katar getätigt. Oder man benutzt einen machtbesessenen Herrscher Erdogan,
dazu, um Geflüchtete von den eigenen Grenzen fernzuhalten und hält vor Missachtung der Menschenrechte und der Zerschlagung der Pressefreiheit die Augen geschlossen. Und im Übrigen, wer hat eigentlich diese Leute dafür befugt erklärt, dass sie für uns und unsere Zukunft dort Entscheidungen treffen? Wir wissen ja nicht einmal, wer dort sitzt, geschweige denn, was sie dort besprechen. Eines ist dabei ganz gewiss, sie tun das nicht in unserem Namen. Wir Jawohl. Haben sie nicht dazu befugt erklärt. Und deswegen sollen sie das... Und deswegen sollen sie das Ganze sein lassen und wieder nach Hause gehen. Jawohl! Aber deshalb sind wir ja heute hier und dafür ist es so wichtig, den bisher starken Widerstand auch weiterhin fortzuführen. Wir müssen unsere schwer erkämpften Rechte verteidigen. Wir müssen gegen Rechtspopulismus kämpfen. Gegen Rechtspopulismus, der in krisenhaften Zeiten wie jetzt besonders gut fruchtet. In einer Zeit, in der Folge der Agenda 2010 und Hartz IV, wo viele Menschen in prekärer Beschäftigung, in Leiharbeit, Minijobs, Lohndumping und Lohnverzicht befinden. Wir müssen für eine solidarische Gesellschaft kämpfen, in der die Interessen der arbeitenden Bevölkerung vor dem Profit der Kapitalisten stehen. Und deshalb stehen wir heute gemeinsam hier und dafür fordern wir als erstes heute und in Zukunft den sofortigen Stopp von CETA und TTIP. Erwin ist Milchbauer im deutschsprachigen Belgien und ist auch Gründungsmitglied des belgischen Netzwerkes gegen TTIP und CETA. Am Dienstag, am 20. September, wird Belgien auf die Straßen gehen und gegen TTIP und CETA demonstrieren. Heißt mit mir willkommen Erwin Schöpkes. Bonjour, Hamburg. Also ich bin wirklich froh, heute hier zu sein. 7 Stunden Fahrt. Ich habe meine Kühe heute Morgen im Stich gelassen. Und ich bin wirklich dankbar, heute hier zu euch reden zu dürfen. Denn das Allerwichtigste ist, dass dieser Kampf kein rein deutscher Kampf ist, sondern dass wir es geschafft haben, in den letzten Jahren eine europäische Bewegung ins Leben gerufen zu haben. Heute finden noch 5 Demonstrationen auch in Österreich statt. In Frankreich finden Demonstrationen statt, am Dienstag in Belgien. Und ich denke allein, dass wir, die Bürger, europaweit von Griechenland bis Belgien bis Deutschland es geschafft haben, eine einheitliche Bewegung zu schaffen. Ich denke, allein dies ist ein Erfolg, den uns niemand nehmen kann. Ja, und welche Rolle spielen wir Bauern denn in diesen ganzen politischen Diskussionen? Ich denke, wir, die Familienbetriebe, unsere Existenz ist bedroht. Viele Bauern haben ihre Höfe aufgegeben. Und ich denke, jeder Landwirt, der seinen Beruf mit Leib und Seele macht, und glaubt mir, wir Bauern, wir machen das. Wir produzieren Nahrungsmittel. Nahrungsmittel von allerhöchster Qualität. Wir können diese Nahrungsmittel in Europa produzieren. Und in Zukunft brauchen wir keine Klohühnchen, kein Hormonfleisch, verdreckte Nahrungsmittel, die uns aus Amerika oder sonst wo hier in Europa uns Konkurrenz machen und uns verdrängen. Jawohl! Ich auch einen Aufruf an alle machen, die jetzt hier sind. Demonstrieren gehen ist wichtig. Aber wir alle sind Verbraucher. Wir alle sind Konsumenten. Und ich möchte euch bitten, guckt in eurem Kaufverhalten danach, welche Produkte, welche Nahrungsmittel ihr esst. Das Essen ist das wichtigste Gut, was wir in unserem Leben haben. Und hier möchte ich auch an eure Verantwortung appellieren.
Das Ziel eines jeden Politikers sollte doch sein, Politik zu machen zum Wohl der Bürger. Und wenn ich sehe, was heute in Brüssel in der EU-Kommission abgeht, dort sind Täter. Es sind Leute, die sind dafür verantwortlich. Und in allererster Reihe steht der EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker. Wissen, wo dieser Jean-Claude Juncker herkommt, welche Politik er in Luxemburg gemacht hat und welche Politik er heute in Europa macht. Er macht nur Politik zum Gewinn der Konzerne, der Banken, zum Großkapital, und dieses ist ein Skandal für Europa. Solchen EU-Kommissionspräsidenten heute an der Spitze der Verhandlungen stehen zu haben. Er hat letzte Woche noch gesagt, er werde alles dafür tun, dass CETA und TTIP so schnell wie möglich ratifiziert wird. Und es ist Zeit, dass die Täter beim Namen genannt werden. Jawohl! Und ich denke, hier hat Deutschland auch eine ganz, ganz große Rolle gespielt und spielt sie noch immer. Und wenn ich die Reden eben angehört habe, dann vermisse ich eigentlich irgendwo, welche Rolle spielt Angela Merkel? Ja. Gibt sie nicht mehr in Deutschland, nee, hat die nichts mehr nicht zu sagen. Und ich denke, gerade diese Angela Merkel, die jetzt auch noch immer sagt, CETA und TTIP soll so schnell wie möglich ratifiziert werden. CETA darf niemals durchkommen. Und Juncker und Merkel sind die größten Vorantreiber heute in Europa, um diese Handelsabkommen durchzumachen. Und ich denke, wir als europäische Bürger sehen es mit großer Besorgnis, welche Politik Angela Merkel in Europa mit aller Gewalt durchsetzen will. Neben CETA und TTIP ist ja auch noch ein Freihandelsabkommen mit Afrika unterwegs und ist schon fast ratifiziert. Und ich denke, ich selber war zweimal in Burkina Faso gewesen, welchen Schaden wir dort anrichten durch unsere Überproduktion, unsere Milch, unser Fleisch, welches wir zu Dumpingpreisen dort auf den Märkten bringen, dort die ganzen kleinbäuerlichen Strukturen vernichten. Auch dieses Handelsabkommen ist eine Schande für unsere europäischen Politiker. Jawohl! Wir Landwirte, wir Bauern, wir stehen in der Pflicht. Und wir alle Bürger, wir haben eine Verantwortung. Meine Eltern, meine Großeltern, deine Eltern, deine Großeltern haben in den letzten Jahren, in den letzten Jahrzehnten hart gearbeitet, mit Hand gearbeitet, um dies zu schaffen, um dies zu errichten, was wir heute haben. Und ich denke, wir alle, wir sind in der Pflicht, dieses Erbe, was wir zur Verfügung gestellt bekommen haben, diese Erde, die man uns zur Verfügung gestellt haben, diese Erde in einem korrekten Zustand an die nächste Generation zu übergeben. Das ist unsere Pflicht. Und ich möchte auch einen Appell an die Jugend richten. Das ist eure Zukunft. Das ist eure Erde. Hinterlasst sie so, wie ihr sie übergeben bekommt habt. Tut alles dagegen, dass diese Erde nicht in die Hand der Banken, der Konzerne und des Großkapitals kommt. Gemeinsam, die ältere Generation und die Generation, muss sich zusammenschließen, um ein Erbe hinterlassen, wo jeder in Zukunft gerecht und fair leben kann. Ist doch so, oder? Ich danke euch, denn gemeinsam, nur gemeinsam, und wir Bauern, wir Familienbetriebe, muss man ehrlich zugeben, wir alleine sind zu schwach.
Wir haben nicht mehr diese Macht. Wir sind einfach zu schwach, um gegen dieses Handelsabkommen zu kämpfen. Und deswegen ist es für uns Bauern so wichtig, dass ihr alle, dass wir Bauern und alle Bürger sich solidarisch vereinen, um dieses CETA, Freihandel, wir wollen Handel haben, aber Freihandel dürfen wir niemals zulassen und nur gemeinsam Belgier, Franzosen, Deutsche, Krankenschwester, Arbeiter, Bauern, wir gemeinsam können einen so großen Druck ausüben, dass die Politik es nicht schaffen will und wird, dieses Handelsabkommen durchzusetzen. Einen letzten Satz und glaub mir, ich nehme so viel Kraft und Energie mit. Alle, die es möglich schaffen könnten, am 20. am Dienstag nach Brüssel zu kommen. In Brüssel sind die europäischen Institutionen. Wir brauchen eure Hilfe. Wir wissen, dass sehr viele deutsche Kollegen am Dienstag nach Brüssel kommen. Und ich möchte euch hier alle mal einladen, die die Möglichkeit haben, am Dienstag nach Brüssel zu kommen. Ich wünsche euch alles Gute und ein letzter Satz. Wo Unrecht zu Recht wird, wird Widerstand zur Pflicht. Danke. Die Zukunft gehört der Jugend. Aber welche Zukunft hat unsere Jugend? Mit TTIP und CETA verkaufen wir unsere Zukunft. TTIP höhlt den Rechtsstaat aus und auch die Demokratie. TTIP gefährdet auch unsere Gesundheit. Ja. Was sagt die Jugend dazu? Begrüßt ganz herzlich mit mir unsere letzte junge Rednerin, die Vertreterin für den Jugendblock, Clara Ihring. Ja, hallo. Erstmal danke an Erwin. Ich glaube, der Appell an die Jugend ist angekommen. Wir hoffen das zumindest. Mein Name ist Clara Ihring und ich spreche an dieser Stelle als Vorsitzende der DGB Jugend Hamburg für den Jugendblock. Am heutigen Tag haben wir eindrucksvoll bewiesen, was es heißt, Massen von Menschen zu mobilisieren, um TTIP und CETA zu stoppen. Die Gründe, warum TTIP und CETA gestoppt werden müssen, sind vielfältig und an vielen Stellen schon genannt worden. Ich möchte in meiner Rede erläutern, warum wir als Jugend TTIP und CETA ablehnen. Mit TTIP und CETA wird ein Freihandelskonzept erstellt, was in erster Linie nur Neoliberalisierung vorantreibt und die Vormachtstellung von Europa, den USA und Kanada sichert. Damit wird vor allem das Prinzip, dass der Markt schon alles regelt, in internationalen Verträgen und für die Zukunft festgeschrieben. Er hat so gemacht. Als junge Menschen, die eine Welt und eine Zukunft gestalten wollen, in der es möglich ist, friedlich miteinander zu leben, ohne uns gegenseitig auszubeuten, können wir uns da eigentlich nur gegen auflehnen. Und das tun wir hier und heute. Denn TTIP und CETA stehen für das genaue Gegenteil von der Welt, die wir uns vorstellen und gestalten wollen. Und die zu erwartenden negativen Auswirkungen sind vielfältig. Eine verschärfte wirtschaftliche Konkurrenz führt zu Lohnkürzungen und zu Entlassungen. Grundlegende Rechte der arbeitenden Bevölkerung, wie zum Beispiel das Recht auf gewerkschaftliche Organisation oder Arbeitsschutzstandards, sollen in Frage gestellt werden, wenn sie als Wettbewerbshindernis oder Investitionshemmnis ausgemacht werden. Diese Standards aber sind das Fundament, auf dem wir aufbauen und im Hier und Jetzt für ein besseres Leben zu streiten. Wir kämpfen für mehr Mitbestimmung, mehr Sozialstandards und ein gutes Leben für alle im Hier und Jetzt, aber vor allem auch für die Zukunft. Und wir werden definitiv nicht zulassen, dass wir unsere Kampferfolge, die Generationen vor uns erstritten haben, vor irgendwelchen Schiedsgerichten zunichte gemacht werden. TTIP und CETA sind dabei nur die aktuell prominentesten Beispiele aus der Reihe der über 3000 weltweiten Freihandelsabkommen, deren Zeche immer die Bevölkerung zahlt. Schauen wir mal über unseren europäischen Tellerrand. Nehmen wir zum Beispiel Ali Obugawa. Ali hat in Kenia vom Tomatenanbau gelebt. Jetzt gibt es ein Freihandelsabkommen zwischen Nordafrika und Europa und der nordafrikanische Markt wird mit billigen niederländischen Tomaten überschwemmt. Und Ali wird seiner Arbeits- und Lebensgrundlage beraubt, was ihn zur Flucht nach Europa zwingt.
Eine Flucht, die vor dem Freihandelsabkommen EPA überhaupt nicht nötig gewesen wäre und nur Europa Profite brachte oder bringt. Privatisierung öffentlicher Güter wie Strom- und Wasserversorgung, Gesundheits- und Bildungssystemen, Investitionsschutz für Konzerne mit Klagerecht vor geheimen Schiedsgerichten und der Abbau der ArbeiterInnenrechten, um die Gewinnerwartungen der Konzerne nicht zu behindern, sind Grundsätze der Freihandels- und Investitionsschutzabkommen, die in den meisten Freihandelsverträgen gelten. Diese Verträge unterwerfen immer weitere Bereiche unserer Lebens der kapitalistischen Profitlogik. Thank you.